Wie viel Medienzeit ist für mein Kind eigentlich angemessen und wann ist es zu viel? Ja, zu dieser Frage gibt es leider sehr viele verschiedene und teils auch sich widersprechende Empfehlungen. Deswegen habe ich eine einzigartige übersichtliche Tabelle erstellt, die ich dir hier zeigen möchte und welche dir endlich Klarheit verschafft. Ein digitales Willkommen, ich bin der Ben und zuletzt gebe ich dir noch einen wunderbaren Tipp, was noch viel wichtiger ist als die Medienzeit und sogar Konflikte am Ende der Medienzeit verhindern kann. Als erstes habe ich dir aber meine einzigartige übersichtliche Tabelle versprochen und hier siehst du diese Tabelle, in der du entsprechend dem Alter deines Kindes nachschauen kannst, welche Bildschirmzeit oder Medienzeit hier angemessen ist. Das siehst du in der mittleren Spalte und ganz rechts siehst du die maximale Bildschirmzeit, also wenn dein Kind viel mehr Medien konsumiert als hier angegeben, kann es für die Entwicklung deines Kindes auch negative Auswirkungen haben. Allerdings gibt es gute Gründe, weshalb man seinem Kind noch mehr Medienzeiten geben sollte und es macht auch nicht immer Sinn, nach diesen Medienzeiten hier zu gehen. Doch ja, was denn nun? Noch mehr Medienzeiten? Doch keine Medienzeiten? Alles mal der Reihe nach. Ja, wann macht es denn keinen Sinn, nach diesen Medienzeiten zu gehen? Und da muss man ganz klar sagen, dass man die Medienzeiten unbedingt an die Medienaktivitäten des Kindes anpassen sollte. Also wenn dein Kind zum Beispiel ja, irgendwelche Games mit Game-Runden spielt oder zum Beispiel FIFA, wo es Matches gibt, ja, dann macht es Sinn, natürlich nach diesen Game-Runden und Matches zu gehen und nicht nach einer bestimmten Zeit, also mit dem Kind zum Beispiel abzumachen, dass es 2 oder 3 Game-Runden oder Matches spielen darf, anstatt eine gewisse Zeit in Minuten festzulegen. Zudem empfiehlt es sich bei älteren Kindern ab etwa 10 Jahren und gerade auch wenn dein Kind ein eigenes Handy erhält, da eher medienfreie Zeiten zu bestimmen. Sei es, ja, bevor dein Kind seine alltäglichen Pflichten, wie zum Beispiel die Hausaufgaben erledigt hat, ja, während Mahlzeiten oder auch am Abend vor dem Schlafengehen und während der Nacht. Das ist sehr viel hilfreicher, als da sture Medienzeiten zu bestimmen, die man dann mühsam durchsetzen muss. Okay, und wann ist es denn sinnvoll, seinem Kind noch mehr Medienzeiten zu geben? Ja, das ist dann der Fall, wenn dein Kind sinnvolle digitale Aktivitäten nutzt. Und davon gibt es ganz, ganz viele, wie zum Beispiel ja kreativ-gestalterische Sachen, Bilder, Videos editieren, interaktive Leseabenteuer, Serious Games oder Programmierspiele. Ja, und zu all diesen Themen gibt es hier auf diesem Kanal ganz viele Videos. Und hier in dieser Playlist habe ich dir diese Videos zusammengestellt, damit du ganz viele Inspirationen hast und dein Kind dazu eben auch motivieren kannst, diese sinnvollen digitalen Aktivitäten auch mal auszuprobieren. Und dazu noch ein wichtiger Zusatztipp. Es macht unglaublich viel Sinn, deinem Kind am Ende der Medienzeit eher eine ruhige digitale Aktivität anzubieten, die nicht mit so viel Stress und Handlungsdruck daherkommt wie viele Games, Social Media oder andere digitale Aktivitäten, die die Kinder machen. Denn ja, das erschwert dem Kind natürlich den Übergang. Und da macht es sogar Sinn, ja, die Medienzeit etwas zu verlängern, dem Kind also zu sagen, hey, du bekommst jetzt noch 10 Minuten zusätzlich Medienzeit, wenn du eben diese und jene digitale Aktivität dazu nutzt, eher eine ruhige digitale Aktivität, die dann eben das Aufhören erleichtert und somit diesen Übergang auch für das Kind einfacher macht und ja entsprechend auch viele Konflikte verhindern kann. Am besten ist es, wenn du diese ruhige digitale Aktivität kombinierst mit einer sinnvollen digitalen Aktivität, denn viele dieser sinnvollen Aktivitäten sind auch eher ruhige Aktivitäten, die man auch gut beenden kann, die diese Übergänge eben auch erleichtern und deswegen empfehle ich dir hier gleich weiterzumachen mit dieser Playlist, die ich dir vorhin schon empfohlen habe, wo ich dir ganz viele sinnvolle digitale Aktivitäten für dein Kind vorstelle. In dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns hier in einem dieser genialen Videos. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.